Ja, es war schwieriger, 3 Tage für mich und auch für die Mannschaft. Benim için son 3-4 gün o olaylardan sonra tabii ki zordu. Für die Mannschaft auch, sicher. Takım için de zordu. Aber ich muss Kompliment machen, dass sie heute eine gute Performance gemacht haben. Ama ona rağmen takımı tebrik ediyorum. Çok iyi performans gösterdiler. Wir haben eigentlich den Gegner sehr gut im Griff gehabt. Wir haben sehr viele gute Sachen gemacht. Çok iyi şeyler yaptık. Rakibi kontrol altında tuttuk. Aber wie es in den anderen Spielen schon ist, haben wir die Tore nicht gemacht. Und das ist natürlich sehr unglücklich, wenn du wie heute wieder ein Tor in der letzten Minute bekommst. Öbür maçlarda olduğu gibi tabii ki gol atamazsan bir de son dakikada gol yersen tabii ki o moral bozuyor. Aber ja, wir haben auch die zweite Halbzeit sehr gut begonnen. Man merkt auch Reaktion von den Rängen, dass sie unzufrieden waren mit der eigenen Mannschaft und das zeigt natürlich, dass wir alles oder fast alles richtig gemacht haben. İkinci devre oyuna iyi başladık. Seyircilerin tepkisinden de Sivasspor'un hocasına gördüğümüz gibi yani bizim açımızdan her şeyi doğru yaptığımıza ona inanıyorum. Bir tek işte üçüncü bölgede gollerimiz eksik. Bir de yani geçtiğimiz maçlardaki gibi son dakikalarda gol yememiz tabii ki üzücü. Var mı sorusu olan? Buyurun. Hocam, önceki geçen hafta yaşadığım olaydan dolayı geçmiş olsun dileklerimle Türkiye'de ender olan sahada gerçekleşen bir olay. Bir teknik adamımız hocalarla birlikte bir hafta sonra lige dönmesi, mücadele etmesi, performans sergilemesiyle ilgili düşünceleriniz nedir? Doğru oldu mu? Çok zor. ja, es ist schwierig. Ich lebe für den Fußball seit 30 Jahren und habe leider bis jetzt oder zum Glück noch nie oder war noch nie in so einer Situation. 30 senedir futbolun içindeyim ama böyle bir şey hiç yaşamadım. Und es hat schon mein Fußballherz wehgetan. Tabii ki bende de bir iz bıraktı. Und habe sehr viel Gespräche gesucht, auch mit der Familie. Kendi ailemle de çok konuştum. Und ja, es ist, ich habe das Spiel abgewartet, jetzt da und jetzt haben wir ein bisschen Pause und dann kann ich mir sicher auch ein bisschen Gedanken machen, was Fußball für mich eigentlich im Vordergrund ist und so Situation ich nicht gerne konfrontiert werden wollte und auch nicht werden will. Bu senin son maçıydı. Önümüzdeki maça biraz daha zaman var. Şu an zaten takımda izin vereceğiz. O arada kendi tabii ki düşüncelerim olacak, kararlarım olabilir. Onu ailemle görüşüp. Var mı başka soru? Özellikle bu olayın ardından, yaşanmış olayın ardından İsviçre milli takım Murat Yakın kardeşi telefonla bir görüşüp de ab in Fenerbahçe oder Union, ja. Oder Villa Boschehe. Nein, es ist klar, ich habe mit vielen gesprochen und es ist nicht nur mein Bruder, sondern allgemein. War kein schönes Bild, auch was vor Ort passiert war in Ankara. In der Welt, auch für den türkischen Fußball. Das ist sicher sehr schade und das macht kein gutes Bild gegen außen. Çok kişiyle konuştum, tabii ki abimle de hep görüşüyorum. Ama bizden önce Ankara Gücü maçında da olayların olması, bizim maçımızda olayların olması, yani dünya basınında tabii ki negatif bir şey yansıtıyor. O tabii ki yani o konuda bizim için de tabii ki zor. Biz de Avrupa'dan geliyoruz zaten, İsviçre'den geliyoruz. Ama yapacak bir şey yok. Buyurun. İstanbulspor hakem performanslarında hakkındaki düşünceleriniz. Şu ana kadar hakemlerin göstermiş olduğu performanstan memnunum. Ich will nicht oder wie sagt man Öl ins Feuer gießen. Ja,
Doch, doch, red schon. Dann mach ich. Es ist schon sehr viel gesprochen worden und es sind unglückliche Situationen und da waren wir eigentlich immer ein bisschen mittendrin, immer negativ. Wir hatten wirklich, oder seit ich da bin, nie den 12. Mann auf unserer Seite. Ja, hakemleri konuşma konusunda tabii ki bazı oyunlarda, bazı maçlarımızda pozisyonlara baktığımızda hakemlerin kararları hiçbir zaman bizim tarafımızdan değildi. Und ich will gar nicht groß über Leistung von Schiedsrichter reden, weil meine Aufgabe ist, meine Mannschaft oder die Mannschaft von Istanbulspor zu performen, zu trainieren und möglichst erfolgreich Fußball zu spielen. Und was alles über die Referees diskutiert worden ist, da werde ich mich nicht groß äußern. Hakemleri değerlendirmek benim işim değil. Benim işim takımı idmanda çalıştırmak, futbolu işte takımın galip gelmesine çalıştırmak. O benim işim hakemleri. Yani herkes görüyor zaten onun için. Var mı başka sorusu? Teşekkür ederim.